Was ist gerade ein Abkacker, Alter? Sechshundertneunzehn Kilometer sind es nach München. Alles klar. Bin froh, wenn ich hier raus bin, Alter. Da ist mein LKW total langsam, Alter. Oh, wie schön ist es, auf dem Asphalt zu sein, ey. Oh, der rutscht aber auch ganz schön. Es ist wieder so eine lange Fracht. Das geht aber eigentlich. Jo, wahrscheinlich überholst du mich, ne? So, 4.445 Kilometer haben wir schon auf dem Tacho. Ah, jetzt, hä? Jetzt hab ich euch alle überholt, Alter. Haha. Bisschen erhöhter Spritverbrauch wegen eben, das kann ich aber auch verstehen, weil er sich da den Berg hochgequält hat und ich fast im ersten Gang da hochfahren musste. Und die Sonne kommt raus, ich hoffe, es hört auf zu regnen. Oh yeah. Diese Wasserperlen an der Scheibe, wie realistisch, Alter. Ich kacke ab. So, da vorne ist Kassel. Da ist die Ampel. Ich sehe jetzt die Ampel gar nicht.
Na, da vorne rechts. Geringer Luftdruck, willst du dich verarschen? Wahrscheinlich. Wieso leckt's denn jetzt so, Alter? What the fuck? Sie haben meine Arbeitsagentur entdeckt, Mama. Ich muss jetzt den Motor laufen lassen, ein bisschen Gas geben. Damit der Luftdruck wieder hochkommt. Sonst hätte ich jetzt den Motor ausgemacht, aber wenn ich so einen geringen Luftdruck habe, lass ihn an der Ampel ein bisschen laufen und gib Gas im Leerlauf. So, jetzt sind wir gleich durch Kassel durch und fahren auf die Autobahn. Ja, vorne müssen wir gleich die Ausfahrt nehmen. Oh, ein bisschen zu weit da gefahren. Aber Schalten habe ich mich mittlerweile echt gut eingewöhnt, liebe Zuschauer. Am Anfang hatte ich ja echt noch Schwierigkeiten, wie ich so meine ersten Parts angucke. Das war ja schlimm, ey. Aber mittlerweile geht es ja. So, hier dürfen wir nur noch 110 fahren. Radarkontrolle. Dieser Moment, wenn du aus dem Tunnel rausfährst und du die Sonne und du und dich die Sonne blendet. Kredit abbezahlt, 8.676 Gesamtsumme. Wir haben nur noch 1.800, das heißt, wir können einmal noch voll tanken und der LJ muss uns jetzt mal bald einen Gewinn einbringen. Schon mal gucken, was er gerade macht. Gucken mal, was der LJ macht. Irgendein Fortschritt in der Garage, okay. 4-Manager, LKW-Manager, nee. Fahrermanager. Hier, der LJ ist gerade Auftragsfahrt, okay. Der LJ. So.
Wir fahren auch schön gemütlich nach München. Sind ja nur noch 7 Stunden. Und dann haben wir auch wieder Geld. Das ist jetzt halt mal so eine Zeit, wo man halt jetzt mehr seinen Kredit abbezahlt, wie das man selbst verdienen kann. Da kann auch sein, dass wir unser Konto mal überziehen oder so. So. Immer schön Gas geben. Vierhundertvierundvierzig Komma vier, was laber ich da, Alter? 444 Kilometer, jetzt sind es nur noch 439. Bis ich das erzählt habe, Alter, bin ich schon bei 430 beinahe, ey. Alter, Alter, Alter. Wann müssen wir unsere Pause machen? 7 Stunden. Nächste Pause in 6 Stunden 59. Und wann sind wir dort? 6 und 55. Es reicht aber auch gerade so, hey. So, 90 nur noch. Radarkontrolle. Tanken müssen wir bis jetzt noch nicht. So. Warum ist es eigentlich hier nur zwei Spuren? Es könnten auch drei Spuren sein. Ne? Oh ja, ich habe Mercedes-Kombi überholt. Oh yeah. Der fährt auch Autos. So, wir müssen da rechts runter.
So, jetzt fahren wir Landstraße. Vorne geht's rechts rum. So, jetzt kann wieder Berg hoch, das kann wieder was werden. Also der ETS 2 ist schon sehr realistisch gemacht, muss man echt sagen, weil hier alleine auf diese Spur zu fahren, das verursacht Geräusche, alles ist sehr, sehr realistisch. Die Landschaft ist schön. Hier sind wir jetzt in Bayern mit Sicherheit oder so, die Berge, alles schön den Ländern oder den Orten angepasst. In Holland gibt es sehr viele Fahrradwege, weil Holländer fahren allgemein sehr viel Fahrrad, alles realistisch gemacht, wunderbar. Wollen wir jetzt tanken gehen? Mal gucken, wann die nächste Tanke ist. Ah, komm, wir tanken jetzt. Und volle Lutsche rein. So, eben mal 463 Liter getankt. Und hier kommt anscheinend eine Terpentine oder so. Jo. Was für ein Unfall verursacht?
Boah, ey, Digga. Wäre schon beinahe wieder umgekippt, Alter. Hey, der war doch eben noch hinter mir. Oder hat er mich überholt? Okay, da kommen Autos, hat jetzt keinen Zweck. So, da vorne geht's wieder auf die Autobahn. Außerdem auf meinen Mischpult gekommen. Vorne müssen wir schon wieder die Autobahnausfahrt nehmen, ey. What the fuck? So, München. Das macht man nicht in echt. Da vorne ist Nürnberg. Wir müssen aber immer noch weiter geradeaus. Aber liebe Zuschauer, wir sehen uns im nächsten Part wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Euro Truck Simulator 2. Macht's gut, bis dahin, fahrt sicher, ciao, Leute.